Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Devil in Me. Jetzt habe ich mich erschrocken, weil er sich gerade erschrocken hat. Oh Gott, es ist sehr, sehr spät am Abend, aber ich hatte so unheimlich Lust, weil ich habe es irgendwie so im Gefühl... Achso, das war das mit dem Fotografieren. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich das Blitzlicht nehmen. Genau. Ich hatte es irgendwie so im Gefühl, dass wir nicht mehr so viel haben. Und ich würde gerne dieses Let's Play beenden. Also nicht, weil ich keine Lust mehr drauf habe, sondern einfach nur, weil ich wissen will, wie es ausgeht. Ob ich zumindest die restlichen Leute noch irgendwie ja, gerettet kriege oder halt nicht gerettet kriege. Ich habe keine Ahnung. Da ist eine Tür drin. Das ist gut. Schlecht, weil ich nicht reinkomme, oder? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Hallo. Es wäre ganz gut, wenn wir überhaupt hier irgendwas sehen würden gerade. Ah, okay. Da hinten kann ich aber nichts mehr machen. Oder kann ich hier... Oh. Ich möchte ja nicht, aber wir werden mal kurz runtergehen und gucken. Ist das eine Puppe? Oder ist das... Ja, es sieht aus wie eine Puppe, okay. Das ist die Hand von einer Puppe. Ah. Okay. Umkleide. Sehr schön. Können wir uns direkt nochmal umziehen, bevor wir irgendwo hingehen? Gut, hier ist aber ansonsten nichts. Mann, ein Fußball. Ja, warum soll ja kein Fußball in so einem ausrangierten Schwimmbecken, denke ich mal, soll es sein. So ein Swimmingpool. Kommen wir hier rein? Weil die war nicht abgeschlossen, ne? Boah, was ist das hier immer? Soll das ein Blitz sein oder was? Jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. War hier nicht gerade irgendwo... Achso, da hinten ist noch eine Tür. Da habe ich gar nicht... Ja, genau, da habe ich gar nicht nachgeguckt eben. Haha. So, einmal den Schlüssel. Und ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich habe noch so viele Sachen vor und irgendwie den Kopf total zu, bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe, das war jetzt nur die Tür, die hinter mir zugeknallt ist. Ach, da hinten geht's weiter. Okay. Die ist nicht zugeknallt. Okay, das ist... Dann also kein gutes Zeichen. Oh. Oh Gott. Was ist hier passiert? Will ich das wissen? Will ich da jetzt reingehen? Nicht so wirklich, ne? Ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt vor mir steht, wenn ich mich umdrehe. Ich sehe hier sowieso nichts. Das ist... Voll nervig. Erstmal bin ich hier voll nah bei ihm dran. Was war das? Das ist schon nervig ohne Ende. Und dann sehe ich überhaupt nichts. Weil er keine vernünftige Taschenlampe und nichts hat. Also die Tür ist offen. Oh Gott. Ich hasse es, wenn die... Also, ich hasse, bin ich ganz ehrlich, solche Geräusche noch viel, viel mehr, als wenn tatsächlich was passiert. Ein Ring. Harrison und Louis Lee, 21.06.2008. Oh Gott, und da hat meine Mutter immer gesagt, wenn man im Juni oder im August heiratet, dann wird man ein Leben lang zusammen sein. Na gut, das Leben hat halt nur nicht so lange gedauert in dem Fall, ne? Okay. Oh. Leck mich. Ey, wir haben hier stockdunkel. Ich will nur das Ende noch aufnehmen. Also wenn es wirklich das Ende ist, was ich hoffe, dass wir nicht mehr so lange haben. Und dann sowas. Ihr könnt mich doch mal. Oh. Was zur Hölle? Ja, da wollte einer raus, so wie es aussieht, ne?
Oh Gott. Es knallt aber jetzt irgendwie hinter mir links. Das ist ganz komisch. Ich komme auch nicht durch. Jetzt knallt es hinter mir rechts. Das ist schlecht. Da ist die Tür, durch die ich nicht gekommen bin. Okay. Ja, will ich da durch? Eigentlich eher nicht, ne? Oh, Scheiße. Scheiße, das hätte unser Tod sein können. Scheiße. Oh mein Gott. Okay. Ich mache trotzdem mal ein bisschen Licht an. Okay. Sag mir bitte, dass wir diesen Albtraum bald, bald hinter uns haben. Was stand da jetzt? Wir sollen den Leuchtturm erreichen, oder? Oh, das sieht nicht gut aus. Das ist so weitläufig hier. Ich habe so viele Bosskämpfe irgendwie in letzter Zeit gemacht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass uns noch ein Geheimnis finden. Das ist viel besser als das hier. Oh, noch ein Objektiv. Wo hast du dich denn versteckt? Mhm. Ist aber nicht so... Doch, Moment. Bis 200 steht da oben drauf, ne? Bis 200 ist cool. Ich frage mich nur, was mit den ganzen Objektiven eigentlich passiert, die ihr die ganze Zeit dabei hatte. Weil eins ist, glaube ich, mal kaputt gegangen zwischendurch. Aber nicht alle. Jetzt sind wir ein Mann. Sollen wir trotzdem draufdrücken? Ich mach's mal einfach. Ah. Komm schon, komm schon. Okay. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist der links von uns, oder? Gucken wir uns aber trotzdem mal eben ein bisschen um hier. Spring einfach ins Wasser. Da kann mir auch keiner was. Achso, das ist der Regen hier. Also aber ziemlich hoch hier das Wasser. Krass. Nee, das sieht nur so aus. Okay. Hier scheint nichts zu blinken. Was ist mit der Tür hier? Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Hat da ein Eichhörnchen gepupst oder was? Moment, er hat jetzt wohin genau geguckt? Wir müssen wahrscheinlich hier links hoch, oder? Eigentlich die einzig logische Strecke, die wir jetzt laufen können. Der Turm ist oben. Den sehe ich allerdings nicht von hier. Das ist das, was ich so komisch finde. Oh, okay. Aber einen anderen Weg können wir ja nicht gehen, von daher. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich meine, das ganze Spiel regt mich irgendwie auf. Aber im positiven Sinne, muss ich dazu sagen. Nicht im negativen Sinne. Ich liebe einfach die Dark Pictures-Serie. Und ich hasse eure Jumpscares. Das wollte ich nur mal am Rande bemerken. Ich finde es aber sehr, sehr gut, dass hier nicht so viele drin sind. Das muss ich auch dazu sagen. Oben ist das Anwesen wieder. Sind wir nicht sogar hier? Hier sind wir doch am Anfang entlang gekommen. Das ist doch genau die gleiche Strecke, oder nicht? Jetzt ist hier so eine Art Aussichtsturm. Na, super. Das ist irgendwie nicht das, wo ich hin wollte. Ich wollte zu einem Turm. Scheiße. Hm. Sowas habe ich mir auch gedacht. Okay, ich kann hier aber nichts. Nee. Triggert auch nichts. Das ist natürlich doof.
Ach, da hinten ist übrigens der Leuchtturm. Ah, jetzt sehe ich es auch, ja. Also, wir könnten theoretisch hier runterspringen. Das sollen wir offenbar auch. Und dann vielleicht von da hinten rüberklettern. Oder irgendwie so. Ach, da hinten geht es noch hoch. Ja, ich würde sagen, ich springe mal einfach runter. Keine Ahnung. Ansehen. Ugh. Echt jetzt? Okay. Das war jetzt nicht das, was ich jetzt gebraucht habe gerade. Tote Tiere brauche ich sowieso nicht. Also, nee. So, hier ist aber auch nichts, was man irgendwie nehmen kann oder so, ne? Da können wir nochmal runter. Da ist auch nichts zum Einsammeln. Gut. War das das tote Kaninchen, was gerade wieder zum Leben erweckt ist oder erweckt worden ist? Das hörte sich irgendwie so komisch an. Oh Gott. Hier muss ich vermutlich drüber springen. Würde ich. Wenn ich dürfte. Kann ich hier vielleicht? Auch nicht? Okay. Dann warte ich einfach mal hier, bis man mich umbringt. Also, auch kein Thema. Ja, aber jetzt ernsthaft, wieso komme ich hier nicht? Ich muss doch darüber springen. Oder will der jetzt, weil das, der Abgrund so tief ist, nicht darüber? Da kann man ja her. Ich meine, gut, da konnten wir theoretisch hoch, aber das bringt uns ja nichts. Dann sind wir wieder da oben. Aber auch keine Höhle oder sowas, ne? Na, hier ist alles. Ja, komm, dreh dich. Hier kann man nichts machen. Nee. Da bin ich jetzt ein wenig überfragt. Ehrlich gesagt. Können wir auch nicht hoch? Hä? Aber das sieht doch so aus, als ob wir da rum müssen. Und da hört mein Verständnis dann auch auf. Hier können wir ja nicht runter. Das ist ja zu tief. Wir können ja jetzt hier schlecht rüberspringen. Oder müssen wir da rüber? Wir müssen da rüber und darüber balancieren, oder? Moment. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Können wir hier durch? Ah! Jetzt weiß ich auch, wie er seine Objektive immer kaputt kriegt. Die schreddert er nämlich immer wieder ab, indem er da durch diese Felsspalten durchläuft. Okay, sehr schön. So, komme ich da hoch? Ja. Könnt ihr mal mit diesen Kackgeräuschen aufhören? Es tut mir leid, aber nee, geht gar nicht. Ja, komm. Geh weiter, 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 weiter. Du bist ein Mann, du kannst das. Du kannst das. Sehr schön. Okay. Hier ist auch nichts, was irgendwie blinkt. Da können wir nicht. Da können wir. Nee, da, entweder können wir runter oder wir können rüberspringen. Ich denke mal eher, dass wir rüberspringen sollen. Aber unten kann man theoretisch auch noch entlang. Da kommt man höher, glaube ich. Lass uns doch erstmal kurz nach unten. Einfach nur mal um zu gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas ist, was wir einsammeln können oder so. Herkommen. Scheiße. Was? Was denn? Was, was? Was willst du jetzt?
Jetzt habe ich hier gerade so ein bisschen Schiss, weil, nur weil er Scheiße gesagt hat. Aber hier scheint nichts zu sein, ne? Ich sehe jetzt hier nichts irgendwie blinken oder so. Dann gehe ich hier wieder hoch, okay. War jetzt nur so eine Idee. Ich meine, das war irgendwie so prädestiniert dafür, dass da unten noch was sein könnte. Na gut. Hier rechts ist auch nichts. Da können wir noch durch eine Spalte durch. Ist die Frage, ob das jetzt der richtige Weg ist oder ob der andere der richtige Weg ist. Okay, der ist es. Ah, okay, dann kommen wir hier aus. Aber da hat scheinbar auch niemand was verloren oder so. Ich dachte vielleicht eine Münze oder sowas, aber nein. So, und spätestens da wäre jetzt sowohl Kamera wie auch Objektiv, was übrigens gerade mitten im Stein backt, kaputt. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Aber wenn die zwischendurch englische Sätze reden und plötzlich umherbuggen und irgendwo reinporten, sag ich mal. Oh, da ist etwas. Lass es bitte eine Münze sein. Oh, ich dachte schon, ich heb was anderes auf. Okay, sehr schön. Was aber gleichzeitig heißt, dass wir hier jetzt quasi falsch sind, ne? Ich komme hier nicht hoch. Muss ich doch da unten rum, oder? Ja, aber da komme ich doch nicht. Oder kann ich da... Nee, ich konnte aber nicht A drücken, oder? Ich gehe nochmal eben hier rein. Irgendwie müssen wir hier ja weiterkommen. So. Nee, doch. Moment, da stand gerade was. Da, ja, mach. Da, klettern. Ah, haha. Also doch. Gut, dass ich aber nochmal zurückgegangen bin, ne? Weil wegen Münze und so. Entschuldigt gerade das viele Geplapper, aber ich bin gerade hyper nervös irgendwie, weil ich weiß, dass es so Richtung Ende geht. Und Richtung Ende ja dann normalerweise nochmal so ein großer... Hau drauf, ich komme mit der Axt und jag euch alle durch die Gegend wahrscheinlich kommen wird. Komm schon. Oh oh. Warum habe ich runtergeschaut? Hey, hey, du. Okay, ganz ruhig. Ruhig. Okay. Ach so, auf den rauf? Nein! Ich wollte den ja auch gar nicht bewerfen. Aber er hatte doch einen Stein. Das war jetzt... Das hat mich irritiert. Tut mir sowas doch nicht an. Hallo? Tut mir sowas doch nicht an. Man bewirft doch keine Hunde. Ich meine, selbst wenn die ein bisschen feindlich aussehen. Keine Ahnung, wo das jetzt hier ist. Er hat ja jetzt nur gebellt. Er hat uns doch noch nicht mal richtig angeknurrt und nix. Ich denke mal, da müssen wir rum, oder? Ja, das sieht so aus, als ob wir da rum müssen. Dann gucken wir hier nochmal kurz, was ich nicht... unbedingt glaube, aber ob wir hier noch irgendwas finden. Da können wir auch nochmal hoch. Oh Gott. Da unten kann man rumbalancieren. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Oh, das ist nicht euer Ernst, ne? So, hier liegt aber nichts. Wir müssen... Müssen wir nicht zu dem Turm? Ne, das ist der nicht, ne? Das ist wieder ein anderer. Da würde ich dann unten beim gleichen auskommen. Die Tür ist, denke ich mal, zu, oder? Also entweder... Ich schaue auf jeden Fall mal hier oben, was hier ist. Da müssen... Ah, da oben ist aber irgendwas. Da müssen wir hoch.
oder runter. Jetzt wollte ich gerade noch fragen, wer ist das? Das war ich ja selber. bin ich jetzt hier... Achso, da hinten ist der Leuchtturm. Bin ich doch richtig. Kann ich da drüber springen? Schauen jetzt mal eben. Kann man sich das angucken? Nee, ne? Dann schauen wir nicht. Da komme ich gar nicht durch. Moment. Oh je. Okay. Da kommen wir. Da kommen wir durch. Ja. Da nicht mehr, ne? Okay. Wow. Lauf. Das ist aber nichts, was man irgendwie mitnehmen könnte. Oh, Moment, da ist noch was. Eine Visitenkarte. Da haben wir, glaube ich, erst zwei von, oder? Oder schon drei? Ich bin mir nicht sicher. Visitenkarte gefunden. 3 von 5. Ja gut, mit ihr haben wir jetzt 3 von 5. Okay. Perfekt. Sache ist immer gut, wenn man sich nochmal umguckt. Aber ich denke mal, ich vermute mal ganz stark, dass wir jetzt tatsächlich... Haben wir jetzt das Licht wieder aus? Nee, haben wir an. Ich sehe da nichts von. Da können wir hoch. Dann gucken wir hier unten nochmal eben. Ich vermute mal sehr stark, dass wir jetzt wirklich einige nicht gefunden haben. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt noch groß Visitenkarten finden werden. Da gucken wir mal kurz. Ist wahrscheinlich abgeschlossen, ne? Ja, dachte ich mir schon. Wir müssen wohl weiter nach oben. Jo. Das habe ich mir schon so gedacht. So. Lauf, komm. Dann gehen wir hier die Treppe hoch. Oder sowas in der Art. Obwohl, eigentlich ist es ja eine Baustellenleiter, ne? So, ich kann darüber balancieren, weil da ein Fenster kaputt ist. Ich kann da auch rüber balancieren, also balancieren nicht, sondern springen. Und ich kann das schieben. Ich weiß nicht, inwiefern das hilfreich ist, wollte ich gerade noch sagen. Aber wir machen es mal. Vielleicht... Ist es einfach nur, um den Killer auf uns aufmerksam zu machen, weil wir dann so einen Lärm machen? Ich weiß es nicht genau. Oh Gott. Er mit seiner Höhenangst. Ich meine, er ist so in 2 Meter Höhe oder so, ne? Also, er sollte, glaube ich, nicht darunter gucken gerade. Wenn er da rumbalanciert. So, dann... Klettern wir hier mal rein. Hier ist auch irgendwas. Das wäre schön. Ja, jetzt können wir mal ein bisschen gucken. Ventilator, da ist noch was. Was haben wir denn da? Gar nichts, weil wir es nicht aufkriegen. Na toll. Das ist doch gemein. Das ist zugenagelt. Das ist ein Bild. Oh, oh. Das macht mir ehrlich gesagt jetzt ein bisschen Angst. Was kommt jetzt? Hä? Ach, das ist ein Easter Egg, oder? Ins All geschossen. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass der nächste Teil nämlich im Weltall eigentlich sein soll. Hier von The Dark Pictures. Das ist... Ach, wie geil. Das ist echt geil. Kann ich hier irgendwas mit machen? So? Nee, ne? Nee, warum sind wir jetzt hier? Wahrscheinlich bringt uns das gar nichts. Wir durften das jetzt nur angucken. Und die Schublade nicht öffnen. Ich verstehe nicht, warum... Soll ich das vielleicht nochmal probieren? Oh, nee. Also ist abgeschlossen. Ja. Ich habe aber doch eine Visitenkarte. Moment, wenn ich da dran gehe,
und das einmal probiere. Kommt aber auch nicht dieses Kreuz rein. Weil ich habe doch gerade eine Visitenkarte gefunden, aber ich glaube, das sind nicht die, die wir benutzen können, um die zu öffnen, ne? Das heißt, dass wir vermutlich... ja, spring einfach mal komplett runter, ist mir auch egal. Dass wir vermutlich das Ding brauchen... Ach ja, klar. Der hatte ja gesagt, ja, ja, ja. Ich verstehe... Nee, ich will das... Genau, ich will das schieben. Ich verstehe. Da war ja ein Loch oben drin, genau. Nee, ist aber trotzdem gut, dass wir da nochmal reingegangen sind oben. Weil, fand ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich dachte zuerst so, hä? Wir kommen doch gar nicht... Ja? Gar nicht dahin. Aber ich meine tatsächlich nicht zu erinnern, dass ich das gelesen habe. Oh, das hört sich nicht gut an. Irgendwo müssen doch jetzt hier Leichen sein, oder? Okay. Ich sehe es nicht so im Dunkeln, aber ich schätze, das war einer von den Regenmänteln. Wenn ich mich jetzt verstecken muss gleich, ne? Raste ich aus. Das ist nämlich was, was ich überhaupt nicht kann. Da oben komme ich nicht hin. Könnte ich hin, die Page 8? Ach, das ist... Moment. House your head. Two victims discovered with heads switched. Hä? Wie, die haben die Köpfe vertauscht. Muss ich das jetzt verstehen? Also, ich versuche mir hier alles anzugucken, aber nö. Geht gar nicht. Bitte versteck dich selbstständig. Kein Quicktime, bitte kein Quicktime. Shit. Nein. Fällt ja auch gar nicht auf, dass der Deckel da hinten so offen ist. Oh, ich kack jetzt hier wieder ab, das weiß ich jetzt schon. Ich werde das wieder perfekt drücken. Ja, ich wusste es. Es ist in der Mitte und der nimmt es nicht an. Fällt doch gar nicht auf mit dem roten Licht da drin, ne? Erreiche den Leuchtturm und komme aus der Aushärtungsanlage. Oh Gott. Der kommt doch unter Garantie wieder zurück, oder? Der war da links. Das sind die Puppen. Das ist halt alles, was wir schon gemacht haben. Oh
Jetzt wissen wir, warum es da drin so stinkt. Nicht nur wegen der einen Sache. Okay, hier ist nichts mehr zum Einsammeln. Aber ich kann was schieben. Ich kann was schieben, aber wofür? Für den nächsten Raum, um da hochzukommen? Wahrscheinlich, um da hochzukommen, oder? Bin mir nicht sicher, aber da hinten blinkt immer noch was. Ist natürlich immer sehr clever, so jemanden hinterher zu laufen. Da ist was. Himmel. Harrison Lee. Was zur... Okay. Da ist noch was zu lesen. Ah. Mr. Lee Harrison. 175, das steht da aber nicht drauf. 6.10.2022. Versuchsperson ist erstickt um 4.27 Uhr. Versuchsperson gewaschen, einfrieren nicht erforderlich, da Formaldehydridlösung vorbereitet wurde. In das Aushärtungshaus gebracht, um mit der Konservierung zu beginnen. 7.10.22. Frühe Zersetzung hat noch keinen offensichtlichen Verfall gezeigt. Brauchbares Exemplar für die animatronischen Integrationen. Injektion einer Formalhydrid-Fixierungslösung in das Herz-Kreislauf-System der Testperson. Fixierungslösungsprozess abgeschlossen. 4 Stunden 30 Minuten. Versuchsperson in Acetonbad gelegt. In 24 Stunden erneut untersuchen. 8.10.22. Keine Probleme mit der Versuchsperson in Aceton gefunden. Noch keine Anzeichen von Leichenstarre. In 48 Stunden erneut untersuchen. Ich wundere mich immer wieder, wie ich die Fachbegriffe besser aussprechen kann als normale Wörter teilweise, einfach nur, weil ich sie kenne. 10.10. Unser Geheimnis, 22, gute Fortschritte, Anzeichen von Starre in den Extremitäten. Die vorherige Versuchsperson Mr. Lewis Harrison musste in ein Säurebad entsorgt werden. Die Leichenstarre erreichte die Haut und verursacht eine starke Blasenbildung. Ach, sollten das Blasen sein, diese schwarzen Punkte? Was dazu führte, dass die Probe nicht brauchbar war. Möglicherweise aufgrund der kleineren Statur der Versuchspersonen, die die Zersetzung beschleunigte. 84 Kilo im Vergleich zu 64. Einer Verzögerung beim Beginn der Fixierung oder einer zu niedrigen Schätzung des Formaldehydridgehalts, 13.10.22. Weiterhin positive Entwicklung. Extremitäten vollständig verhärtet bis hin zur Starre der Gliedmaßen. In einer Woche erneut untersuchen. 20.10.22. Gliedmaßen 50% verhärtet. Das ist tatsächlich eine Woche später. Aceton abgelassen und ausgetauscht. In 24 Stunden erneut untersuchen. 21.10. Keine Probleme mit neuem Acetonersatz. In einer Woche erneut untersuchen. Okay. Hat das irgendeinen größeren Sinn? Oder was der da macht? Stepfung, so hier, fixieren, sezieren, entfernen von Körperfett und Wasser, imprägnieren, positionieren, aushärten. Das macht man doch, soweit ich weiß, wenn man eine Leiche sozusagen für die Beerdigung frisch hält, oder? Täusche ich mich da? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, sind so die... Sag ich jetzt mal, Steps, also die Schritte, ja, die man halt benutzt, um eine Leiche vorzubereiten, ja, auf die Beerdigung. Da hinten kann ich immer noch was schieben, jetzt weiß ich nicht. Wenn ich jetzt hier weitergehe, ich will nichts auslösen. Nachher habe ich oben irgendwas übersehen. Oder wir müssen nach oben und ich hätte dann hier was übersehen. Das kann natürlich auch sein. An alle Einheiten, hier Zentrale. Gesucht wird ein männlicher Verdächtiger, bei dem es sich mutmaßlich um den Killeragenten handelt.
Der Verdächtige ist Special Agent Hector Monday vom FBI. Er ist möglicherweise bewaffnet und sehr gefährlich. Zentrale, hier spricht Officer Martinez. Ich habe Mondays Auto entdeckt. Bitte um Verstärkung. Officer Martinez, wo sind Sie? Bei einer Lagerhalle in der Park Avenue, Fulton River. Sieht verlassen aus. Officer Martinez, Verstärkung ist unterwegs. Halten Sie die Stellung. Verstanden. Scheiße, er hat mich gesehen. Officer Martinez, halten Sie die Stellung. Scheiße. Hier wird's brenzlig. Zentrale, das Gebäude brennt. Die Feuerwehr ist unterwegs. Er ist noch drin. Hören Sie mich. Er ist noch da drin. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, der Serienmörder ist noch drin. Unten kann ich rüber. Okay. Das heißt, theoretisch müsste ich hoch. Wie geht die auf? Ah, da muss ich hoch. Gar nicht die Treppe. Ich will jetzt da nicht so drüber laufen. Wie geht die auf? Bumm. Ob das so eine clevere Idee ist? Großartig. Oder muss ich doch... müssen wir das jetzt nochmal ansehen? Ich muss da hoch. Ja, ja, das ist mir schon klar. Also entweder müssen wir das Ding nach hier schieben. Moment, andersrum. Wo sind wir denn gerade? Entweder müssen wir das Ding nach hier schieben oder wir müssen tatsächlich über die andere, also hier über die Treppe da hoch. Da bin ich mir nämlich jetzt gerade nicht so sicher. Ich denke mal, dass wir über die Treppe wohl da hoch müssen. Aber ich denke, dass das unten wahrscheinlich dann blockiert sein wird. Und wir das direkt da hinten... Ich probiere es einfach mal. Ich meine, es ist ja zum Glück nicht ganz so schlimm zu bewegen. Da kenne ich andere Spiele, wo es halt schlimmer ist, das zu bewegen und dann wirklich da reinzuschieben. Also ich lasse es erstmal kurz hier. Gucken, ob ich darüber... Nee, ist aber zu weit, ne? Ach, Moment. Ach, da komme ich jetzt so nicht... Ja, da komme ich jetzt so nicht hoch, ne? Von der Seite kann ich nicht, nein. Dann mach das mal von der Seite. Noch ein Stückchen zurück, ja. Das habe ich vorher nämlich gar nicht gesehen. Ha! Oh, da können wir auch nochmal hoch. Okay, also rum, nicht hoch. Sag mir bitte nicht, dass da jetzt einer steht. Oh, das sind... Oh, ernsthaft? Oh, okay. Da liegt. Doch, da liegt noch was. Ha, 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 ha. Gut, dass ich. Oh, ist das der andere Ehering? Harrison und Lewis. Ja. 2008 bin ich mir nicht sicher, aber das Datum der Hochzeit stimmt auf jeden Fall. Okay. Dann schauen wir mal hier. Hier ist nichts mehr. Nee. Oh, Leute, ernsthaft. Und dann ist das so dunkel, dass man nichts sieht. Ugh. Bleib mir weg mit den Spinnweben hier. Achso, da kann ich rüber. Kann ich hier irgendwas noch einsammeln, bevor ich das Ding jetzt hier runterjage? Sieht nicht so aus. Hat sich da unten jetzt gerade irgendwas bewegt? Kannst du mal stehen bleiben, damit ich mal gucken kann? Achso, da ist eine Leiter. Aber hier oben ist jetzt auch nichts rausgesprungen, dass jetzt hier irgendwas am Blinken ist oder so. Kannst du mal... Hallo. Ich weiß, dass mein Konto... Doch, hier oben ist... Ah. Nee, Moment, ich bin wieder unten, oder?
Moment. Ich bin wieder unten, der ist schon runtergesprungen. Ja, klar. Na toll. Warum sagt mir das keiner vorher? Da ist die Leiter auf der Seite. Ja, komm, klettern. Hoffentlich hält das. Ich stehe jetzt hier irgendwo drauf, ne? Da muss ich hin. Achso, ja, hier geht's nicht weiter, so wie es aussieht. So,